So, ihr Lieben, da wären wir wieder bei diesem furchtbaren Rätsel. Also ich habe ja schon über das Kristallrätsel geschimpft, aber das hier ist noch schlimmer. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wie es geht. Moment. So, glaube ich. Total bescheuert. Ey, wie soll man da drauf kommen? Ich habe keine Ahnung. Nee, das war das. Ach Mist, wie war das jetzt? Das hier war. Na, das sieht doch toll aus. Nein. Aktivier das doch jetzt endlich mal. Okay. So. Weiß ich nicht. Ist auch doof. Alles scheiße. Ich hatte das doch vorhin mal hinbekommen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Total bescheuert ist das doch. Warum ist der Strahl jetzt hier doppelt? Das ist doch auch voll behindert. So. Kacke. Das ist jetzt blau. Blau müsste eigentlich zu dem Strahl gehen. Und das hier ist total bescheuert. Ah, ich liebe solche Rätsel. Ich sag's euch, kann man Stunden damit verbringen und man kommt immer noch nicht weiter. Ja, die sind sehr zeitaufwendig und total bescheuert halt. Das ist grün, das ist blau jetzt. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Strahl, der hier rüber geht. Ja, das wäre super. Aber wir haben nur eine Lichtfunktion. Und das ist wieder mal scheiße. Das müsste an dem hier liegen. Der ist irgendwie kacke. So. Da hat man wieder blau. So. Rot hier rüber. Ziemlich beeindruckend für jemanden, ja, der noch nie etwas mit außerirdischer Technik zu tun hatte. Oh, man muss sich an den Strahlen orientieren. Ist das nicht toll? Oh. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Ja. Es funktioniert immer noch nicht. Ja, natürlich funktioniert es nicht, weil ich ja auch noch nichts gemacht habe. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Nein, die ist nie kaputt. Ich habe sie doch repariert. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Sembel. Bitte, nicht nochmal. Oh, Gott sei Dank. Hoffentlich war das letzte blöde, bescheuerte Scheißrätsel. So, ich möchte zurück. Ach nee, shit. War falsch. Museumsinsel. Planetariuminsel. Planetariuminsel. War das nicht hier? Nein, da waren wir fertig, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir hier fertig waren. Ich muss nochmal gucken. Ich habe keine Orientierung gerade im Moment. Das war das mit dem Spalt. Okay, ja. Das war seltsames Gerät, ja. Geh mal über die Lichtbrücke, dann gehen wir zurück zur Karteninsel und hier sind wir, soweit ich weiß, auch fertig. Okay. Gehen wir wieder zurück. Da war unsere Bahn und hinein. Wir müssen in die Gruft zurück. Ich überlege gerade, wo die war, diese verdammte Gruftinsel. Ich weiß nicht mehr, wo die war, ey. Gibt's das? Da
gehen wir jetzt so einfach mal ab. Das ist die Museumsbahn. Das ist sie wohl nicht. Aber das kann auch sein, dass es hier war. Gehen wir mal nochmal in die Höhle rein. Oh ne, das ist ganz falsche Baustelle. Leute. Oh, Planetariumbahn. Für die zur Gruftinsel. Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Beschlossen. Nicht gut. Gruftbahn! Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, dann machen wir das. Weil wir wollten ja in die Gruftinsel gehen. Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube schon. Und ja. In der Gruft, von der Gruftinsel, ne? Da müssten wir noch irgendwas machen mit den. Da war doch so eine Steinplatte oder was auch immer das sein soll. Und ich schätze mal, da liegt der Schlüssel zum Weiterkommen. Hoffe ich jedenfalls. Bin mir ja auch nicht so ganz sicher. Und dann schmeckt mir diese Brink noch nicht ganz, ne? Der hat sich wohl doch ein bisschen verändert, obwohl er ja immer schon so grießcremig gewesen ist. Aber da müssen wir auch noch irgendwas machen. Mhm. Okay. Insel. Jo, das sieht doch mal ganz nett aus hier. Da wollte ich hinein, genau. Da ist ja nämlich auch der Brink gleich und... Oh, der Stein ist locker. Na toll. Was ist hier? Passt es da rein? Bitte! Oh, ich will weiterkommen. Ups, Entschuldigung. Upp! Das ist cool. Steht da mal nochmal drauf. Wie praktisch, die Dachluke so zu öffnen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und jetzt bleibt das alles so? Nicht übel. Okay. Okay, das ist gut. Dann gehen wir da nochmal hin zu Brink. Dem Brinky Brink. Das haben wir ja schon aktiviert. Höhleninneres. Höhleninneres. Ich meinte natürlich Höhleninneres. Okay, die vögelähnliche Wesen sind ja. Okay, da ist eine Plattform. Und sonst ist da wahrscheinlich nichts. Nasse, oh, da ist ja Nasse, Nasse. Oh, okay. Da wären wir wieder bei Brinks, den wir bestimmt noch stören müssen. Und da müssen wir auch irgendwas machen, da geht's nämlich hinunter. Ich möchte mal Maggie anrufen, wie es der geht eigentlich, ob die überhaupt noch lebt. Robins, hier ist Lo. Robins hier. Was ist los? Ach du. Eigentlich ist nichts los. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Hat das etwas mit den Geistern zu tun, dass Brink abgehauen ist? Was meinen Sie? Ja, und er vielleicht steht daneben. Ich habe eine Verwandtschaft mit ihnen, wo er doch tot gewesen ist. Nicht übel, du. Maggie, ich habe einige Platten gefunden, wie die aus dem Asteroiden, die uns hierher gebracht haben. So viel wir wissen, können uns alle Platten, die wir finden, plötzlich ans andere Ende des Universums befördern. Praktisch. Vorschlag? Ich suche noch ein paar von den Platten und toll. Sie entziffern die Sprache, dann können wir die Anleitung lesen. Na toll. Sie suchen Platten, die auf dem Boden herumliegen, während ich versuche, die Sprache einer unbekannten Kultur zu entschlüsseln, ohne zu wissen, wie sie denken oder worüber sie schreiben. Ja, das nenne ich faire Arbeit. Ja, das hast du schon mal gesagt, aber das lässt sich nicht ändern und außerdem liegen die nicht einfach sie so rum. Sie werden nicht glauben, was ich entdeckt habe, Maggie. Die Insel im Zentrum und die Felsen sind nicht nur durch Unterwasserbahnen miteinander verbunden. Es existieren auch noch Lichtbrücken, die von den Inseln zu einem transparenten Kristall im Zentrum führen. Da staunen sie. Aus Licht? Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber es ist wahr. Ihre Technik ist unserer so weit voraus, dass mich gar nichts mehr wundert. Das ist gut, okay. Brink scheint sehr merkwürdig geworden zu sein, bevor er abgehauen ist.
Vielleicht haben diese Kristalle Nebenwirkungen. Vielleicht will er auch nur eine Weile allein sein. Ach, bestimmt. Die Karte zeigt geheime Räume unter dem Grab, das ich gefunden habe. Wenn die Karte sie zeigt, können es keine Geheimnisse sein, oder? Da haben Sie wohl recht. Man muss da irgendwie hineinkommen können. Das ist gut. Wie läuft es mit Ihrem Datenempfang? Ich empfange alles, nur verstehe ich nicht. Aber Sie sind sicher, dass es sich um Ihre Sprache handelt? Keine Ahnung. Ich glaube, diese Bücherei wurde von verschiedenen Spezies verwendet. Wie das Museum, das Sie entdeckt haben. Diese Sprache könnte extra dafür entwickelt worden sein, um einfach übersetzt werden zu können. Wenn sie so einfach ist, warum dauert es dann so lange? Einfach im Vergleich zu einer natürlichen außerirdischen Sprache, die man noch niemals gehört hat. Ist Lassen gut. Lassen Sie mich einfach in Ruhe arbeiten, Boss. Die Bedeutung von einigen Symbolen habe ich vermutlich schon raus. Aber ich muss erst noch einmal überprüfen, ob das alles Sinn macht.